Damit wir auch mal ein bisschen Geschichte wieder zwischendurch einbauen, will ich etwas sagen, so ein bisschen was sagen zu Pi. Das hängt nämlich eng zusammen mit der Frage, die jetzt kommt, wie berechnet man Flächen, oder mit der Frage, in der wir eigentlich schon drin sind, wie man Flächen berechnet. Die Kreiszahl Pi ist das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zum Durchmesser. Also Umfang ist die Länge dieser blauen Linie und der Durchmesser ist die Länge der orangen Linie. Und man weiß seit Urzeiten, dass das Verhältnis in allen Kreisen gleich ist. Und dieses Verhältnis nennt man Pi, allerdings überraschenderweise erst seit dem 18. Jahrhundert. Das ist jetzt nicht eine Sache, die schon seit Ewigkeiten so heißt, sondern dieser Begriff ist erst im 18. Jahrhundert aufgekommen und wohl hauptsächlich, obwohl der sich den Begriff nicht ausgedacht hat, von Euler verbreitet worden. Das ist der Grund, warum man das heute immer noch benutzt. Also, wenn Sie den Durchmesser, die orange Fläche d nennen, dann hat der Kreisumfang die Länge Pi mal d. Und man wollte seit Ewigkeiten schon wissen, welche Größe Pi hat. Und wenn Sie jetzt mal so ein bisschen in die Geschichte zurückschauen, dann sehen Sie, dass im Alten Testament, von dem Historiker schätzen, dass es ungefähr 500 vor Christus geschrieben wurde, ein Wert für Pi drinsteht, nämlich 3. Ich sage das jetzt eigentlich mehr so im Scherz, aber es gibt ja auch einige Leute, die argumentieren, dass man aufgrund der Dinge, die in der Bibel stehen, an den Schulen keine Evolution lehren sollte. Dann sollte man vielleicht auch aufgrund der Dinge, die in der Bibel stehen, in den Schulen nicht Mathematik lehren, denn in der Bibel steht ja nun mal Pi ist 3. Also da steht natürlich nicht Pi ist 3, weil die das Wort, die Bezeichnung Pi noch nicht benutzt haben. Aber da gibt es zum Beispiel eine Stelle im Alten Testament, wo steht, das Becken hatte einen Durchmesser von 10 Fuß und einen Umfang von 30 Fuß oder sowas in der Art. Daraus kann man ja nur schließen, weil es ein kreisrundes Becken war, dass Pi 3 sein muss. Aber jetzt mal zu etwas ernsthafteren Werten. Schon lange vorher in Ägypten und in Babylon wusste man zumindest, dass Pi ungefähr 3,1 ist. Also mit heutigen Zahlen ausgedrückt. Die haben das damals anders hingeschrieben. Aber die Näherung, die man damals benutzt hat und die für viele Konstruktionen ausreichend ist, war 3,1. Und die nächste Näherung kommt dann von Archimedes, der als größter Mathematiker der Antike gilt, der alten Griechen. Sie sehen ja 250 vor Christus ungefähr. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich Ihnen das jetzt zeige, weil das dann auch wieder mit unserer Idee der Flächenberechnung zusammenhängt. Der hat sich Folgendes überlegt. Da muss ich jetzt sagen, für die Berechnung von Pi hat Archimedes sich eigentlich Gedanken über den Umfang des Kreises und nicht über die Fläche des Kreises gemacht. Aber Sie können sich die gleichen Gedanken sowohl über den Umfang als auch für die Fläche machen. Läuft aufs Gleiche hinaus. Archimedes hat Folgendes gesagt: Wir legen in den Kreis ein gleichmäßiges Sechseck rein. Und zwar deswegen ein gleichmäßiges Sechseck, weil man sowohl dessen Fläche als auch dessen Umfang vergleichsweise einfach ausrechnen kann. Da gibt es irgendwelche Formeln für, die im Prinzip darauf hinauslaufen, dass man das irgendwie geschickt in rechtwinklige Dreiecke zerlegt und dann mit Pythagoras argumentiert, so wie wir das letztes Semester auch gemacht haben. Und zwar macht er das einmal für das innenliegende Sechseck, also das größte gleichmäßige Sechseck, was man in den Kreis reinlegen kann, und für das größte gleichmäßige Sechseck, was man um den Kreis rumlegen kann. Und wenn er von beiden die Fläche, beziehungsweise von beiden den Umfang ausgerechnet hat, dann hat er eine Näherung. Irgendwo dazwischen muss die wahre Fläche des Kreises, beziehungsweise der wahre Umfang des Kreises sein. Und dann, nachdem er das gemacht hat, hat er gesagt, okay, das kann ich jetzt ja verallgemeinern. Und das Einfachste wiederum zum Berechnen war, ich verdoppel die Anzahl der Ecken. Das heißt, aus einem Sechseck mache ich ein Zwölfeck, dann habe ich wieder ein innenliegendes Zwölfeck und ein außenliegendes Zwölfeck. Und man sieht jetzt schon, dass der Fehler deutlich geringer wird. Der Fehler ist der dunkelbraune Bereich. Das ist, in dem Bereich liegt die Wahrheit irgendwie. Und das wirkt schon ziemlich wenig. Und was würde jetzt als nächstes kommen? 24, das würde dann so aussehen. Und man sieht kaum noch, dass das kein Kreis ist. Darum musste ich da am Rand schon mal die Lupe ansetzen, um zu zeigen, dass da wirklich noch Ecken drin sind. Wenn ich jetzt noch höher gehen würde, bis 48 oder 96, dann würde das immer besser werden. Und tatsächlich hat Archimedes gerechnet bis zu einem 96-Eck. Ohne Computer und so weiter natürlich. Und ist zu dem Ergebnis gekommen, 3,141. Das war der Wert, also mit der Methode, die wir eben gesehen haben. Man hat also zu der Zeit von Archimedes, mit heutigen Worten würde man sagen, Pi bis auf drei Stellen nach dem Komma gekannt.
Und dann ging der Fortschritt ganz langsam sozusagen um die Welt. Der nächste, der in der Richtung was einen neuen Rekord aufgestellt hat, war ein Chinese, Liu Hui, ungefähr 500 Jahre später. Da würden wir sagen, nach heutiger Rechnung 5 Stellen nach dem Komma. Bei allen, die ich jetzt zeige, China, Indien und so weiter, muss man dazu sagen, die haben alle im Prinzip dieselbe Methode benutzt wie Archimedes. Die haben bloß sozusagen immer mehr Ecken genommen. Auch China, Zhu Chongqi, das sind jetzt schon 8 Stellen nach dem Komma. Und dann in Indien, das ist aber schon, wie Sie sehen, wieder 1000 Jahre später. Es hat also 1000 Jahre gedauert, bis man das signifikant verbessert hat. Hatte man 11 Stellen nach dem Komma. Und der Knaller war dann jemand aus dem heutigen Hildesheim, Ludolf van Keulen, der das ausgerechnet hat auf 32 Stellen nach dem Komma. Alles von Hand. Immerhin wurde zu der Zeit lange die Zahl, die man heute Pi nennt, im deutschen Sprachraum die Ludolfsche Zahl genannt, weil er die quasi gekapert hatte damit, dass er sie so genau ausgerechnet hat. Nur mal zum Vergleich. Wenn Sie heute den Datentyp Double in Java nehmen, Sie wissen ja aus dem ersten Semester, dann hat das 15 signifikante Stellen. Das heißt, das ist die Genauigkeit, die Ihnen typischerweise ein Computer gibt. Das da oben ist das, was Herr von Keulen von Hand im 17. Jahrhundert ausgerechnet hat. Angeblich soll er an der Rechnung 30 Jahre gesessen haben. Der hatte wohl sonst nicht so viel zu tun. Aber gut, man redet heute noch von ihm. Der kann das von sich sagen. Lustigerweise, falls Sie dann noch nie von gehört haben, gab es zwischendurch auch mal wieder einen Rückschritt. 1897 tagte die Indiana General Assembly, das ist sowas wie der Landtag von Indiana in den USA, und da kam ein Herr, heute würde man wohl sagen, ein Quacksalber an und hat den Herren Politikern gesagt, er hätte das Problem der Quadratur des Kreises gelöst. Quadratur des Kreises ist etwas, von dem man damals, zumindest die Mathematiker, schon wussten, dass das gar nicht geht. Aber das wusste natürlich nicht jeder Nicht-Mathematiker. Und dieser Goodwin hat es offensichtlich geschafft, genügend Politiker zu überreden, dass erstens er das nun endlich gelöst hätte und zweitens, dass er ihnen einen Deal anbietet, wenn sie das in Gesetzesform gießen, dann würde Indiana umsonst seine Bücher als Schulbücher benutzen können. Und dieses Gesetz ist immerhin durch die erste Lesung gekommen damals. Und zufällig kam dann ein Mathe-Prof vorbei und hat den Politikern erklärt, dass es sehr, sehr dumm wäre, wenn sie dieses Gesetz beschließen würden. Und darum haben sie das dann schließlich fallen lassen. Aber fast hätte Indiana Ende des 19. Jahrhunderts beschlossen, per Gesetz, dass Pi den Wert 3,2 hat. Das hätte viele Berechnungen einfacher gemacht, aber es wäre nicht ganz richtig gewesen. Der aktuelle Rekord, soweit ich weiß, stammt aus dem Jahr 2016. 22 Billionen Stellen nach dem Komma mit einem Programm namens Y-Cruncher, was auf normalen PCs läuft. Das hat geschrieben der Herr rechts unten, Alexander G., ein amerikanischer Highschool-Student. Und auf der Website von diesem Y-Cruncher steht: A Highschool-Project that went a little too far. Das heißt, der hat das wohl wirklich mal als Projekt gestartet und hat es dann irgendwann geschafft, den Weltrekord in Pi nach Kommastellen zu schlagen mit seinem Programm. Damit Sie sich das mal vorstellen können, 22 Billionen Stellen. Wir haben angefangen mit der Bibel. Die Bibel hat ungefähr 3 Millionen Buchstaben. Das heißt, um 22 Billionen Stellen von Pi zu drucken, bräuchten Sie ungefähr 7 Millionen Bibeln. Wenn Sie die alle aufeinander stapeln und mal so konservativ schätzen, dass so eine Bibel vielleicht 2 Zentimeter dick ist, dann würde der Turm ungefähr 140 Kilometer hoch sein. Die Flughöhe von einem Interkontinentalflug sind 10 Kilometer ungefähr. Ne? Also 22 Billionen Nachkommastellen ist ganz schön viel. Sagen wir mal, man braucht es nicht wirklich, aber es ist ganz interessant. Das Entscheidende für uns ist aber diese Idee mit Polygonen, in diesem Fall waren es Sechsecke, diese Fläche anzunähern. Und zum Schluss zeige ich Ihnen nochmal, wie man das auch machen kann. Das ist etwas, was nicht von Archimedes ist, sondern so, wie ich es jetzt zeige, von Da Vinci, meines Wissens. Also die Fläche eines Kreises. Ich habe da geschrieben, auch Archimedes, weil auch da er der Erste war, der das methodisch angegangen ist. Aber diese Art und Weise, wie ich es Ihnen jetzt zeige, ist meines Wissens dann nicht von Archimedes, sondern von Da Vinci. Sieht aber sehr schön aus und führt auch so ein bisschen über in diesen Bereich der Infinitesimalrechnung. Die Idee ist die folgende: Ich will die Fläche dieses Kreises berechnen und unterteile diesen Kreis in lauter gleich große Tortenstücke,
Dies hier sind jetzt 12, wenn ich das richtig zähle. Und jetzt lege ich die aneinander und zwar so, immer abwechselnd. Dann ist die Länge von dieser Seite natürlich r, der Radius des Kreises. Und die Länge von der Seite da unten, die natürlich keine Seite ist, sondern so ein komisches, wie auch immer man das nennen will, was zusammengesetzt ist aus kleinen Kreisbögen. Wenn ich das zusammenzähle, ist das natürlich Pi mal R. Unter der Voraussetzung, dass mir vorher schon mal jemand ausgerechnet hat, das, was auf der ersten Folie stand, dass der Kreisumfang 2 mal Pi mal R ist. Ne? Das ist jetzt die Hälfte, also ist es Pi mal R. Und was man jetzt einfach macht, ist, man macht das immer kleiner. Und noch kleiner und noch kleiner. Und wie man jetzt hier schon optisch sehen kann, ist der Sachverhalt so, dass wenn ich das beliebig klein machen könnte, dass dann aus dieser komischen, krummlinigen Figur, die ich da unten habe, irgendwann mal einfach ein Rechteck werden würde. Das heißt, man macht wieder so einen in Gedanken, sowas wie einen Grenzübergang. Und wenn das da unten ein Rechteck ist, dann ist die Fläche von diesem Rechteck ganz leicht auszurechnen, nämlich eine Seite mal die andere Seite. Und dann haben Sie R mal Pi R oder mit anderen Worten Pi mal R Quadrat. Das ist die Formel, die Sie in der Schule schon für die Kreisfläche gelernt haben. Also das, was wir hier mitnehmen sollten, ist das Bild, was wir am Anfang gesehen haben, diese Zerlegung des Kreises in immer feinere Sechsecke, also Annähern der Fläche durch Flächen, die man leicht berechnen kann. Und hier diese Idee vom Grenzübergang. Wenn ich das immer kleiner mache, dann wird das irgendwann ein Rechteck.